Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels, genau, zu Sky Factory 4. Next Space Rebels ist ja gar nicht mehr dabei, Next Space Rebels ist ja vorbei. Wir waren in der letzten Folge im Twilight Forest und diese Folge gehen wir in die Lost Cities, also let's go! Schauen wir mal, was in Lost Cities und uns erwartet, ob wir da auch dann eine städtische Base aufbauen können. Was erwarte ich von Lost Cities? Okay, wir bauen hier eine Base. Wir können gleich mal zurück. Wir brauchen Holz und Koppel. Holz und Koppel brauchen wir. Wood. Wir nehmen auf jeden Fall einiges mal an Wood mit. 3 Stacks sollten fürs erste reichen. Nur noch ein Stack mit. So. Und dann ein bisschen Koppel. Auch 4 Stacks. Das sollte fürs erste reichen für unten. So. Hier ist wieder so ein Cake angeblich. Zack, wieder rein da. Okay, erste Aufgabe: die Hauptbase mal herzurichten. Warte mal, unten war gleich wieder so eine Anomalie, oder? Da steht, das sind ganz viele. Wahnsinn. Die Bi hat ja gesagt, die sind später für die Energiegewinnung. Bedeutet, man sollte Ausschau halten. Und hier sind, wie es scheint, doch einige. Bedeutet eigentlich genau das, was wir dann brauchen. Also wir machen jetzt hier erstmal einfach so einen Teleportationsraum dann draus. Relativ simpel, vorne Eingang rein. So. So. Ist zwar eigentlich unnötig, aber ich will halt jetzt im Grunde für jedes. Weißt du, dann kann ich auch die dementsprechenden Ressourcen lagern. Ich muss nichts mitnehmen. In Zukunft einfach so eine Grundsachen einfach hier auch vor Ort haben. Einfach damit ich jederzeit weiß, wo ich, wenn was passiert sein sollte. So, das kriegt hier einen Cobblestone-Bogen. Mir jetzt scheißegal. Das wandeln wir jetzt in normal als Wood um. Und hier hinten machen wir nur ein Fenster auf der Seite rein. Hier machen wir wieder Doppelfenster. So. Und dann machen wir einen Crafting Table. Schon mal hier hin. Und eine Chest. Weil in diesem Fall will ich alles da lassen. Auch locker Hälfte des Essens mal. Weil wir als erstes mal den Übergang bauen müssen. 60 wird da nicht ausreichen, glaube ich. Da wird 60 nicht ausreichen. Gleichzeitig, warte, was können wir eigentlich rein tun? Ich gerade mit dem Ofen. Noch was machen. Nehmen wir noch so ein bisschen was. Zack. Hälfte bräuchte ich dafür auch bitte. So. Und dann legen wir mal erstmal noch ein Happen. Und dann legen wir los. Mache ich nochmal so ein bisschen Vorplatz noch. So. Schöne kleine Hütte. Versuchen uns zu dem Gang davor zu arbeiten. Für mich ist natürlich ein dezent weiter Weg. Und da muss man halt vorsichtig jetzt ins Hinarbeiten. Weil das ist. Ja. Eine kleine Strecke. Aber sollten wir doch gleich irgendwie da sein. Dann müssen wir schauen, dass wir uns nach da oben irgendwie arbeiten. Vielleicht
glaube, wir sind ein bisschen drunter. In Zukunft ein paar Fackeln da draufstellen. Na, schön. Sind wir gleich schon da. Es geht halt gerade die Sonne und jetzt hat halt dann die Vermutung, dass wahrscheinlich bei uns in unserer Hütte, weil kein Licht ist, außer der Ofen, der gerade brennt, Monsterwände spawnen oder auf dem Weg. Deswegen mache ich gerade noch ein bisschen Charcoal und ein paar Fackeln draus. Müssen wir halt gucken, ob das passt oder nicht. So, aber wir kommen gut voran. Ja, die ersten Monster spawnen schon. Oben drauf oder drin? Ich vermute mal drinnen. Aber wir sind ja gleich da und dann können wir diese Lost Cities verwenden. Eigentlich bräuchte man hier auch noch ein Bett. Überall in jeder Welt ein Bett zum Schlafen, damit man einfach sieht, was abgeht. Die Hunters World heißt zum Beispiel noch absolut gar nicht verstanden. Da unten ist auch eine Anomalie. Da schaut. Okay, jetzt müssen wir uns nach oben arbeiten anfangen. Gott, ist das weit oben. Aber wir sind gut vorangekommen. Das ist Vorteil am Fall. Unsere Hütte ist auch gar nicht weit weg oder so. Aber wie viele Anomalien hier sind. Wahnsinn. Ich habe irgendwie hätte weiter vorne anfangen müssen, schon nach oben nicht zu arbeiten in dem Fall. Das wäre dementsprechend schlau gewesen. Aber ja. Da muss man halt dementsprechend ein bisschen aufpassen. Aber ja. Na, jetzt sind wir fast da. Machen wir so ein Links-Rechts-Construction irgendwie. Ich will da nicht so weit das Ganze machen. So. So, und hier rauf. Und dann können wir da rein theoretisch einbrechen. Mal gehen wir dann gleich rein. Erstmal zurück die ganze Länge. Unsere Hütte und aufpassen, dass man dabei nicht runterfällt. Dann sollte das hoffentlich passen. So, alles ab in die Kiste. Dann nehmen wir die Charcoal, die wir jetzt hier gewonnen haben, nehmen noch ein bisschen Wood. Und machen das zu Sticks. Zack. Kommt, werdet Sticks. Haben wir ein paar Fackeln. Mehr wahrscheinlich, wie wir in anderen Welt haben. So. Dann machen wir erstmal die Wege hier sicher. Genau deswegen wollte ich die Wege sicher machen. Ah, scheiße. Nehmen ein paar Fackeln mit, alles rein hier. Ja klar, erstmal reparieren anfangen. Yippie, yay, Schweinebacke. Okay, dann nehmen wir nochmal ein paar mit. Ein paar Reparaturteilchen mitnehmen, damit weitere Möglichkeiten einer kaputten Straße repariert werden können. So.
Steht er natürlich auf der Treppe. Juhu. Das macht uns die Treppe wahrscheinlich. Und er ist explodiert nicht, aber ja. Arbeiten wir schnell mit oben. Gut. Oh, meine Hand schläft gerade ein. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist ein Hühnchen. Ich sehe ein Hühnchen. So. Jetzt gehen wir schnell zurück. Und holen uns auch noch vielleicht aus unserer Welt schnell ein Bett. Das wäre super duper. Haben wir unseren Gang aufgerichtet. Bedeutet, der kann wenigstens jetzt nicht direkt zerfleddert werden. Wir nehmen trotzdem nachher Fackeln mit. Ein Schwert wäre schlau, aber wie gesagt, als erstes mal in die Overworld zurück und dort dementsprechend Sachen wie ein Bett. Ach, das heißt ja, das ist ja bad. So. Und dann hätte ich noch gerne Armor. Und so aus Diamonds. Ich habe hier zum Beispiel schon die Chestplate, das ist vorteilhaft. Ich brauche einen Helm. Ah, ne, Chestplate hatte ich ja, da war was. Ich brauche eine Hose. Und ich brauche noch Schuhe. Damit ich das alles anhab und dann gesichert bin gegen Unfälle. Dann gehen wir zurück in die Hunter World. Oder nee, in die City World, Lost Cities. Ab in die Welt. Immerhin haben wir uns da mittlerweile schon ein bisschen gesichert. So. Dann nehmen wir einen großen Teil des Brots mit. Wir nehmen das Schwert mit, die Pickaxe nehmen wir mit. Genauso wie mal die grundlegenden Sachen. Wir nehmen ein bisschen Holz mit. Was davon. Dann brechen wir doch mal ein. Ah ne, erstmal eine Runde schlafen. Schauen wir, ob wir noch schlafen können oder ob es schon zu spät ist. Das habe ich jetzt gar nicht ausprobiert. Und was? Essen wäre auch schlau. Ah, ich kann noch schlafen, schauen. Schauen wir mal, was sich das bringt. So. Frischer Morgen, ab in die City. Schauen wir mal, wie viele Monster noch leben. Oder wie viel wir hier noch machen können. Wir schauen dann, dass wir einfach den Gang da oben schon mal beleuchten. Dann sollten da auch keine Monster mehr in Zukunft spawnen können. Das wäre natürlich von Vorteil. Ich sehe noch weitere Kugeln. Das erinnert mich an einen uralten Mod, den ich mal gespielt habe, aber das ist auch schon ewig her. Und ich glaube, der wird auch nicht mehr existieren. Holy shit, warte mal, das ist jetzt hier so reinjumpen und dann ist alles andere, ganz andere Höhen. Hier ist sogar ein Schienensystem drin, please what? Ganz viel Schweinchen, guck dir das an. Vanille. Was haben wir hier? Vanilleflower. Cool, dass ich das untersuche, was ich schon kenne. Das ist. Yes, okay.
Aber es hat mir Lettuce Seeds und Peps gegeben, okay. Und das hat mir eine Onion gegeben und Cucumbers. Wisst ihr, was mich jetzt gerade interessiert? Gibt es vielleicht in dem Mod irgendwie so eine Torch XXL? So eine XXL Torch Leather Mega Torch. Glowstone Ingot Prismarine. Ah, wie kriege ich denn den Scheiß jetzt wieder? Kann ich den irgendwie zaubern? Wahrscheinlich nicht, ne? Boah, Bacon Prismarine. Schade. Also ein Megatorch wäre natürlich jetzt hier mega geil. Erstmal die Höhle sichern. Kopper, oh, okay. Das erste Mal, dass man normal minen geht, oder wie? Auch nicht so wirklich. Hier unten ist Limestone. Hauen wir mal unsere Axt durch. Schauen, ob wir hier irgendwas in den Tiefen finden. Erstmal durchbuddeln. Ich weiß nicht, wie tief die Welt auch geht. Das ist natürlich immer wieder so die Gefahr jetzt. Sich zu tief zu buddeln. Slot. Okay. Anderes Gestein in dem Fall auch. Das ich hier gegraben habe. So. Ich höre Geräusche. Ne, es kommt sehr nah von überall. Ich hab's gefunden. Na, wie sie 10 Uhr nochmal gefunden haben. Okay. Nehmen wir mal das 10 Uhr mit. Bin mal auch sowas zu sehen. Wirkliches Ohr. Hör das, Mensch! Mobs. Kuckuck. Das heißt immer vorsichtig vorstoßen. Wow.
Oh, oh. Was sind diese komischen Jumper jetzt? Koko, komm her. Traust dich doch hier nicht. Was ist besonders an den Dingern? Hier so ein Kuddeltunnel. Und davor schon diese Höhlen von der Seite. Zombie Villager. Der lässt eine Nase explodieren, okay. Das ist doch eh nicht. Ich mache jetzt einen Verteidigungsposten. Wir gehen hier so safe wie möglich vor. Ich mag wissen, was wir in dieser Welt erleben und finden und herausfinden können. Das geht am besten durch Sichern eines ganzen Ganges. Das ganze Ding sozusagen untergraben. Und dadurch. Genau deswegen mache ich so Schütz. Und erledigt. Nimm deinen Schaden. Der hat irgendwo. Oh, das ist so ein Laser-Dude. Nope. Okay. Okay, Leute, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Die war eh extrem lang. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.